viel Mods hat Unleashed eigentlich? Warte mal, da gehe ich gerade mal ins Hauptmenü. Das hat 118 Mods, genau wie Attack of the B-Team. Aber exakt genauso viel, ne? So. Dann gibt's ja noch dieses Skytech-Modpack, das die YouTuber ja in einem Skytech-Projekt benutzt haben. Aber das durften sie nicht veröffentlichen. Aber da war es so, da gab es glaube ich 153 Mods. Das war nochmal eine Spur krasser. So. Und Feed the Beast Ultimate gibt es ja auch noch, aber da weiß ich auch nicht, was alles für Mods gibt, ganz ehrlich. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Und jemand hat mal gesagt zu mir, dass das Unleashed Pack eine Mischung aus FTB, also normalen Feed the Beast Lite, oder nee, Feed the Beast Ultimate und Hexit ist. Wusste ich auch noch nicht. Ich denke mal eher, dass das so eine Mischung aus Attack of the B-Team und Feed the Beast ist. So, was ist das jetzt für Wood? Maplewood. Okay, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, aber noch nicht gehabt. Das hole ich mir dann mal. So, die Axt auch gleich wieder kaputt. Und ich muss mal unbedingt mal wieder eine Four Smiths machen, das ist nämlich viel chilliger. Keine Ahnung, warum ich die Blätter gerade mit der Schaufel abgebaut habe, aber YOLO. So. Mit dem Schwert geht es übrigens ein bisschen schneller, die Blätter hier abzubauen. So. Und dann will ich auch mal eine gleiche Sache gucken, ob die hier in dem Modpack mit drin ist. Soll ich da mal gucken? Warte mal. Da habe ich nämlich gerade eine Idee, wie man das Laub schneller abbauen kann. Und da gibt's doch diesen einen Mod, der war bei Ex Nihilo dabei. Das ist auch so ein Modpack. Für Leute, die es nicht kennen. Und da will ich mal gucken, aber ich glaube, da habe ich sogar schon mal. Ey, wieso ist denn die Kuh schon wieder ausgebüxt? Wie kommen die da raus? Wie kommst du hier raus, bitte? Komm mal her. Gibt's doch nicht. Los. Hier hoch. Nein, du gehst jetzt da rauf. So. Und dann werde gepaart. Dann will ich hier keinen Ausbüchser mehr haben. Gibt's ja wohl nicht. So, dann bräuchte ich jetzt nochmal ein paar normale Sticks. So. Nee, das gibt's nicht. Oder geht das nur so rum? Nee. Leider gibt's das nicht. Schade. Und diesen Hammer gibt's auch nicht, ne? Nee. Naja, schade. Ich dachte, das gibt's hier in dem Modpack, aber nee. Ich glaube, da habe ich auch schon mal nachgeguckt. In einer etwas älteren Folge. So. Hier den Stein muss ich auch mal austauschen. Das ist ja hässlich. Warte mal, das ist die 5. So. Das will ja keiner vor der Haustür haben hier. Da tauschen wir mal alles aus. Gerade. Zack. Na, mit der Spitzhacke. So, ich will jetzt auch erstmal die Diamantspitzhacke nicht so sehr verschwenden. Das ist ja eigentlich klar. Die will ich halt dann verzaubern. Das Schwert weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Da mache ich dann vielleicht sogar lieber ein neues, weil ich habe ja genug Diamanten. Beziehungsweise, warte mal, wenn wir so viele Diamanten haben, da würde es sich doch eigentlich auch lohnen, wenn ich jetzt, warte mal, das ginge vielleicht sogar. Warte mal, da will ich gerade mal gucken. Wenn jetzt ganz viele Schwerter machen, ne? Und die alle auf Level 1 verzauber. Ja, Sharpness 1 haben wir jetzt hier. Das ist geil. Und dann kombinieren wir die nämlich. Dann haben wir irgendwann Sharpness 4 oder 5 oder so. Das wäre auch geil. So, dann hier nochmal. Och nö, Knockback 1. Das ist natürlich so eine Scheiße. Das könnte ich gleich wegwerfen, aber
Ich, Diamantsachen will ich halt nicht wegwerfen, deswegen tue ich das mal hier rein. Kann ich ja nochmal, habe ich ja noch ein paar Versuche. So. Na, immer Level 1 suchen. Sharpness 1, sehr schön. Die könnte ich jetzt kombinieren. Ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. 4, das geht ja sogar noch. Soll ich das machen? Ja, komm. Da müssen wir mal ein paar Level sammeln. Ich mach dir mal die Experience Berries drauf. Sharpness 2, okay. Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen weiter. Das können wir mal eben so ein bisschen ausreizen. So. Das hat auch Sharpness. Und das hier auch Sharpness. Sehr schön. Da kann ich nämlich jetzt schon ein Sharpness 3 Schwert machen. Und das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich aber nur noch 13 Level. Das hat dann der Nachteil. Das tue ich mal hier oben hin. Hier oben die guten, hier unten die schlechten Sachen. Und da kann ich nochmal gucken, habe ich jetzt eigentlich auf... ja, easy, okay. Ich dachte schon, ich habe wieder auf friedlich geschaltet oder so. Hier liegen noch Sachen rum, die sammle ich gerade nochmal ein. Und da jagen wir nochmal mit unserem alten Schwert hier ein paar Zombies und so. Weil wir einfach die Level brauchen und solange wir diese Büsche noch nicht vollwertig haben, also noch nicht genug Büsche, müssen wir es halt auf die Weise machen. So. Und ich glaube, wir müssen mal wieder hoch auf unsere Schleiminsel und ein paar Dinger sammeln. Ein paar Schleimbälle zum Essen. Die sind nämlich mal gar nicht so schlecht. Die halten relativ lange vor. Bringen zwar nur einen Hungerpunkt, aber dafür ist die Sättigung ein bisschen höher. Anders als bei Melonen, wo ja übelst schnell wieder der Hungerpunkt verbraucht ist. Alter, jetzt habe ich mich übelst verjagt, weil das so schnell ist. Aber ist ja ein Angry Zombie, genauso wie der da. Die haben halt ein paar mehr Leben und sind schneller. Mehr können die auch nicht. So. Ach, guck mal, von wie weit der angelaufen kommt. Komm, wirf mal raus hier. Ich will das Short of Minium haben. Und Knochen hätte ich auch gerne. Da will ich nicht verzichten. Komm, hier, das scheiß Fansgeld. Das funktioniert eh nicht richtig. So, Pfeile können wir noch aufnehmen. Hühnchen. Komm, dich nehme ich auch noch mal mit. Das nehme ich raus. Das Schwarzpulver. Ah ne, komm hier, den Tripwire Hook brauche ich nicht. Die gehen ja ganz einfach. So, Alter, wie schnell das Schwert abgenutzt wird, ne? Das ist schon ein bisschen krass. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen behutsamer zuschlagen hier. Das hat nämlich auch Auswirkungen darauf, wie lange das Schwert hält. Das haben auch manche YouTuber schon mal vorgestellt. In so Minecraft-Facts-Folgen. So. Die Gehörne, warte mal, die könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Ich glaube, die werden noch wichtig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die kann man für irgendwas verwenden. Und auch wenn ich mich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt habe, was man hier alles machen kann, vielleicht mache ich es ja irgendwann mal, ne? Also, dass ich mich mal auseinandersetze damit und so. Geil, hier ein Zombie-Kopf, aber den können wir eh nicht gebrauchen. Da haben wir ja auch schon ein paar. So, wo haben wir hier noch ein paar Gesellen? Hier haben wir noch einen. Ey. Stimmt, wir haben ja jetzt hier Schleims in dem Sumpf. Die könnte ich auch mal sammeln. Ey, du nicht.
Was werfe ich weg? Die alte Axt oder was? Komm, 6 Holz können weg. Nehme ich lieber hier Schleimbälle mit. Die Kleinen immer schön mit der Hand verkloppen. Geil, die droppen auch ganz viel von diesen Shards of Minium. So. Oh, das ist von alleine gestorben, okay. Und du bist tot. Na, noch nicht ganz, jetzt. Und schon wieder 20 Level, sehr schön. Da noch ein Creeper, den nehme ich auch noch mal mit. So. Na, was wollt ihr, ha? Haben doch eh keine Chance, komm. Jetzt, müsst ihr aber auch euch mal vor Augen halten. Ich meine... Oh, warte mal, habe ich vorhin das Experience Berry eingesammelt? Boah, hoffentlich, Nicht, dass das jetzt irgendwie despawnt. Weil wir haben ja noch nicht so viele Büsche. Und ich weiß, das war jetzt zweideutig, aber... Lass ich mal so stehen. Und hier war ein Enderman. Diese Mini-Endermen sind immer cool. Weil wenn du die tötest, kommen gleich mehrere andere Endermen. Ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber... Du kriegst wenigstens ein paar Enderperlen. Und das ist ja die Hauptsache, ne? Altes Skelett. Ja, wie gesagt, die Dinger halten ziemlich lange vor hier an Hunger. Ach komm, schnell, es wird Nacht, es wird Tag. Ich brauche mal hier den Enderman, was ist das hier eigentlich? Wo war denn der Enderman jetzt? Hier können wir auch nochmal die Dinger hier sammeln, diese Sticky Resin. Oh, hier ist es. War davon noch einer, keine Ahnung. Nehme ich den erstmal mit. Ja, die machen ja niedliche Geräusche. Alter, nein! Vergiss es! So, 2 Enderperlen wieder. Was werfe ich dafür weg? Erde? Ja komm, Erde haben wir mehr als genug eigentlich. Und dann kann ich hier nochmal den Rest abstauben, wie dich zum Beispiel. Ja, jetzt spawnt ja leider nichts mehr am Tag. Da ist nicht mehr viel los. So, immer erstmal Skelette töten, dass man noch die Experience kriegt. Und Spinnen bleiben ja noch ein bisschen. Da ist noch ein Zombie. Den hole ich mir. Cool. Da ist noch ein Angry Enderman. Wieso sage ich eigentlich immer Enderman und nicht Enderman? Keine Ahnung. Alter, das sind ja stressige Geräusche. Mach ich mal auf 20% hier. Ach nö. Cool. Scheiße, der hat jetzt den Baum zerfetzt. Ach komm. Stirb. Sehr schön. Wieso kann ich jetzt mit der Erde... Ach so, das geht ja in den Diggers Backpack, genau. Was werfe ich mal raus? Ja, keine Ahnung. Ich wollte mal den Setzling hier mitnehmen. Da liegt noch ein bisschen Experience. Da oben ist auch noch so eine Schleiminsel. Die sind ja überall, ne? Komm, werfe ich das eine Raw Chicken weg. Hätte jetzt auch noch essen können, aber komm schon. Ist jetzt auch egal. Wie komme ich denn da hoch? Da war doch gerade noch eine Experience. Naja, egal. Habe ich hier hinten noch irgendwas gesehen? Ich verwechsel immer diese Stämme mit irgendwelchen, Viechern. Keine Ahnung. So, hier, komm, mit der Schaufel platt machen.
So. Schon wieder habe ich gedacht, dass hier so ein komischer Ender-Typ steht. Gibt's ja nicht. Ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen weiter weg. Sonst erleide ich hier noch komplette Verwirrung.